Ja, willkommen zurück bei Far Cry 1. Das hat nicht so ganz gut geklappt beim letzten Mal mit den Raustappen. Diesmal versuchen wir das nochmal. Was wir diesmal aber als allererstes versuchen, ist hier nicht zu verrecken, weil ich habe keinen Bock, die ganze Scheiße nochmal zu machen, weil es geht mir nämlich voll auf den Sack. Also ich diese Szene hier, ich glaube, lass mich mal die alten Folgen gucken. Ich habe keine Ahnung, seit gefühlt 7 Folgen sitze ich an dieser einen Stelle hier. Und ich weiß nicht genau, wie ich sie bezwingen soll. Weil hier einfach viel zu viele Gegner sind. As you might know. Drüben ist auch noch einer. Wo ist der denn? Okay, da ist mehr als einer. Das ist ein ganzer Haufen von denen. Frage ist, wie ich die jetzt da rauslocken kann. Weil so komme ich ja nicht weiter hier. So am besten. Oder sie gehen einfach flüchten. Ist der auf der Brücke? Hä, wo sind die hin? Die leben nur noch. Die Stelle ist eigentlich ganz geil. Wenn ich mal hier eine gefunden habe, die ganz gut ist, weil ich kann da links noch gucken, ob da irgendeiner kommt. Wenn sich da was bewegt, sehe ich das. Ich komme hier nur nicht wirklich weiter, das ist das Dumme. So ein bisschen aufregt. Weil die immer noch festgebackt sind hinter diesem blöden Ding. Oh, dieser dumme Stein, ey. Was ist denn das? Also da hinten ist irgendeiner auf der Brücke. Den kenne ich ja schon. Da war ich ja schon mal fast bei der Brücke. Mich interessieren jetzt eigentlich mehr, die da unten rumlaufen. Das Problem ist, dass sie auch grün sind. Weißt du, wenn ich hier schieße, guck mal. Jetzt wieder orange. Kommt da dann jetzt. Der ist wieder grün. Siehst du, guck mal. Und zack, wieder grün. Also, der ist irgendwie festgebackt. Ist natürlich traumhaft. Das heißt aber nicht, dass er mich nicht tötet, wenn er mich sieht. Oder wieder frei buggen kann. Heißt nur, dass ich jetzt ein Problem habe, ihn zu kriegen. Weil das wäre sonst viel zu einfach. So eine Scheiße. Da bleibt mir nur einen Umweg zu laufen und noch mal eben auf der anderen Seite zu gucken, ob ich da noch den einen oder anderen vielleicht kriege, der sich ein bisschen raus gesucht hat, weil die sind jetzt auf der anderen Seite des Berges. Ich muss eh alles töten, was sich bewegt. Deswegen ist es relativ egal, was ich hier mache oder wo ich zuerst hingehe. Versuche nur gerade eine sinnvolle Variante rauszufinden, indem ich immer die Seiten wechsle, damit ich die verwirren kann oder so. Damit die nicht wissen, wo ich bin. Scheint irgendwie gar keiner zu sein. Aber den da oben, den kriege ich ja auch nicht auf die Art und Weise. Ist ja auch scheiße. Muss ich ja quasi zu dem hinlaufen, um ihn zu töten. Das ist ja, kann ich ja ganz vergessen. Gibt ja nie im Leben irgendwie eine gescheite Lösung. Das funktioniert ja so nicht. Bleibt mir nur das gleiche wie vorhin. Hier rechts den Berg runter. Sieht den aber auch nicht, ey. Gut, er sieht mich auch nicht, aber trotzdem. Ist ja auch Kacke. Eine Chance, irgendwas zu sehen?
Sehe ich doch was. Muss ich jetzt für den? Hey, wo ist der denn? Der war doch gerade nur da, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß, da sind mehrere. Da habe ich gerade einen Arm gesehen. Da war auf jeden Fall einer. Der ist tot. Und der andere ist immer noch festgebackt, aber vielleicht kann er sich jetzt leerbacken oder freibacken. War das jetzt mit G wechseln oder mit G werfen? Ich guck mal. Okay, mit G ist werfen. Geil, das war eine Smoke Grenade. Wusste ich gar nicht, dass ich eine habe. Ja, der eine Typ ist immer noch festgebackt. Auf jeden Fall, das ist schon mal geil. Der kommt auch irgendwie nicht mehr raus. Ich hab das Gefühl. Der ist irgendwie festgebackt. Ich weiß jetzt so nicht mehr, wie ich die Granaten wechsle. Aber Smoke Grenade ist natürlich praktisch. Er hat mir gerade den Arsch gerettet, weil er hat mich gar nicht getroffen durch die Granate. Ich dachte, da wäre eine Flashbang, deswegen bin ich weggelaufen. Aber Smoke Grenade ist natürlich noch ein bisschen besser. Passiert, wenn ich jetzt einfach werfe? Gar nichts, ne? Ist hier irgendwas, irgendwer, irgendwie. Hier stand doch auch mal irgendwie zwei Stück oder so. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich laufe jetzt einfach mal nochmal den Berg runter, wo ich vorhin war. Und dann gucke ich nochmal, inwiefern ich da gesehen werde. Theoretisch müsste man mich ja unten sehen können, wenn ich über die Brücke laufe. Frage ist tatsächlich, in welchem Ausmaß man mich sehen kann. Weil da unten ist ja echt gar nichts. Aber die Typen, die hier runtergerannt kamen vorhin, die mich, in der letzten Folge, die mich gekillt haben, die müssten jetzt eigentlich alle längst tot sein. Was ich jetzt aber mal mache, bevor ich auf die Brücke gehe, ist hier diese Ruinen checken. Seht ihr deswegen? Oh, Kacke! Holy shit. Wo kommt der denn her? Alter, wo kommt der von her? Wo der nicht zielen kann. Ich habe ihn gehört, aber. Ist da noch einer? Ja, da kommt noch einer. Ich kann ihn hören. Das ist der Gelbe. The Yellow Point. Stirb. Danke. So, jetzt wissen die ja nicht mehr, wo ich bin. Alter, wieder da runterrutscht. Hui. Und in die Klippe rein. Lol. Jetzt checken wir nochmal. Ne, ich kann nichts hören. Hallo, ich würde gerne. Zur Seite laufen und mit dem Fern. Moah. Jetzt vielleicht? Darf ich nicht zu weit laufen? Ne, da ist noch gut Platz. Also ich weiß, da ist irgendwo einer, der es auf mich abgesehen hat. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Das ist das Problem. Aber nicht zu weit laufen.
Aber der ist ziemlich genau geradeaus. Der müsste eigentlich hier sein. Ist der das nicht sogar? Oder ist das nur ein, oder ist das nur ein Health Pack? Ne, es bewegt sich nicht, dann ist er doch kein NPC. Dann kann es auch kein Gegner sein. Machen wir den Test mit der Brücke nochmal. Also. Shit. Jetzt habe ich den nicht getroffen. Hä, wie kann ich den nicht getroffen haben? Ach, da ist eine Wand zwischen. Wie dumm. Ja, danke für den vergeigten Schuss. Oh, dummes Spiel. Hallo? Danke dafür, ey. Danke dafür. Da habe ich jetzt richtig. Fand ich jetzt super. Also gibt es hier auf jeden Fall. Mühe, nicht gesehen zu werden. Aber immerhin kommt von hier oben keiner mehr. Dürfte eine verbackte vielleicht noch. Ich weiß nur noch nicht, wie ich hier hochkommen soll. Einfach mal den hier. Saving Game. Schade, gerade Saving Game. Wait. Ich bin hier. Habe ich einen Checkpoint oder was? Oh, das ist ja mega geil. Oh, ich habe tatsächlich einen Checkpoint. Oh, das ist ja ein Traum. Ich habe einen fucking Checkpoint. Das ist ja super geil. Jetzt kann ich mir die nämlich alle von der anderen Seite schnappen. Weil der eine kann mich nämlich mal. Und dann kann ich mich schön von der anderen Seite dran schleichen. Muss mir nur ein bisschen hier mal Übersicht verschaffen, was hier so los ist. Hier wird keiner sein. Aha, aha, aha. Wie gut das Spiel aber auch immer noch aussieht. Für seine 10 Jahre mittlerweile. Mehr als 10 Jahre sogar. Ich meine, ich kann die Dateien, beziehungsweise mein OBS sagte mir, dass das Spiel 2006 rausgekommen ist. Echt mal 11 Jahre alt. Immer noch geil. Immer noch geil. Und immer noch hart und schwer. Also echt. Von allem, was ich bisher so gezockt habe, ey, puh. Ist halt aber ganz schön bitter hier. Also geht schon ganz schön krass ab. Wahrscheinlich mein eigenes Auto. Ich habe da unten einen Safe Point, deswegen kann ich hier ein bisschen weniger stealthy durch die Gegend laufen. Und ich habe auch noch fast komplettes Body Armor. Das war nur ein Papagei. I believe. Ist aber auch keiner, ne? Wie wenig Geheuer. Die auch wirklich gar keiner ist. Da ist ein Feuerchen. Ich glaube noch nicht so ganz, dass der eine Typ der einzige war, der sich rumtreibt. Ich sollte vielleicht nicht an den explosiven Fässern warten, bis ich einen Gegner finde. Ich will gerade diesen Generator, wollte ich gerade anhitten. Damit ich dann wie in
Sniper Elite 4 dann schön übertönt bin. Was natürlich hier nicht funktioniert. Hört aber auch nix, ey, hier ist nix. So, da hinten ist auf jeden Fall ein Feuer. Da oben der Typ ist natürlich auch weg. Aber hier ist auch gar keiner. Ist das deren Ernst, dass der eine Typ in dem Turm der einzige Gegner war, der hier ist? Ich glaub das nicht. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass das so ist. Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass ich gleich ziemlich tot bin. Weiß auch nicht warum. Ist aber ganz gut die Stelle. Die habe ich gut durch Zufall gefunden. Fuck. Klar, dass der mich sieht, die Sau. Oh, Fingerakrobatik. Hilfe. Hier ist aber echt niemand. Die hätten sich ja jetzt wahrscheinlich schon bemerkbar gemacht. Der eine Typ zielt zumindest auf mich, aber der war da unten an dem Haus. Der ist ja komplett auf der anderen Seite des Berges. Das heißt, den kann ich oben vom Turm gleich mir schnappen. Oh, stimmt, ich kann ja vom Turm runter snipen. Oh, das wird witzig. Dicht hier so rum. Beautiful. That should do nicely. Oh, voll geil bin ich auch wieder. Schon wieder ein Safe Game? Alter, was ist denn los, ey? Wäre ich mal eher hingerannt, wäre ich einfach mal durchgerannt. Hätte ich gewusst, dass hier nur zwei Gegner sind, hätte ich das noch nicht gemacht. Aber so. Konnte ja keine Ahnung. Ich dachte, hier oben ist voll besetzt und sind gefühlte 100 Gegner und alles. Aber hier ist ja nix. Was ist denn das? Hier ist ja gar nichts. Ist ja wohl ein Lacher. Wie gut ich von hier aus auch diese Stellen alle sehen kann. Krieger. Da unten bin ich schon mal hergerobbt, wie so ein Irrer. Oh fuck. Wo genau ist er? Das ist der einzige? Scheint so. Ja, die Musik ist aus. Ne, ich habe irgendwen gehört gerade. Oder war es auch nur ein Papagei? Ne, ist ein Papagei gewesen. Ne. Von da hinten? Wo schießt der denn hin? Hier bin ich überhaupt nicht. Wer oder was schießt da und vor allem auf wen oder was? So, jetzt wird's witzig. Welche packen wir weg? Die packen wir weg.
Hallo? Ding hat 4 Munition. Steady, steady. Shit. Das war zu langsam. Was ist denn da los bei denen? Aber von hier oben habe ich eine echt gute Übersicht. Da hinten ist einer, da ist einer. Der will gar nicht sterben. Was ist los bei dem? Rennt er wieder zurück oder wie? Ich glaube, ich habe den so getroffen. Aber immerhin hält der Typ jetzt die Fresse. Wo sind die hin? Sind Sinn. Shit. Oh. Finde ich gut jetzt. Der ist im Prinzip genau unter mir, aber das sind die anderen Typen. Kann ich eigentlich die Möwen abschießen? Wenn ich hier hochkomme, ist mir das egal. Ich bin echt relativ safe, muss ich sagen. Ist gut. Shit. Don't kill me. Okay, das war der, der ist da unten rausgekommen. Oh, kann ich nur um Stunden handeln, bis da noch ein paar andere kommen. So, die können hier unten den Weg lang, genau, deswegen sehe ich die auch nicht. Verstehe, verstehe. Na gut, machst du gar nichts jetzt, ne? Da müsste noch einer sein, aber wo ist der? Da unten ist auch noch irgendwo einer.
Aber der ist zu nah, der ist nicht da drüben. Shit. Puh. Aber wir haben ja relativ gut aufgeräumt. Also wenn er guckt, hier unten ist echt kaum noch was. Aber hier ist gar nichts mehr. Ich weiß noch nicht, wo die beiden hin sind. Müssen irgendwie den Berg runtergelaufen sein oder so. Frage ist natürlich jetzt, wo laufe ich jetzt lang? Ich habe jetzt noch den Granatenwerfer dabei, ne? Mit 3 Schuss immerhin. Und 10 Schuss in meinem Snapper-Gewehr. Ich sehe nur 2 Gegner, aber ich weiß nicht, wo die sind. Das ist das Problem. Ich kriege die nicht ins Visier, weil der ist irgendwie am Arsch der Welt. Und der andere ist irgendwo hier unten an der Kante. Den kann ich auch nicht kriegen. Kacke, ey. Jetzt bleibt mir nur eins. Wieder runterklettern. Scheiße. Yeah. Und natürlich dann so richtig schön verrecken, indem ich einfach den Ding runterfall. Danke dafür. Also jetzt sterbe ich noch gleich. Halt ich fest. Wenn ich da jetzt runtergefallen bin, werde ich jetzt gleich verrecken. Ich sehe es schon kommen. Wieder die Folge. Okay. Gleich haben wir die halbe Stunde. Ich mache die Folgen jetzt ein bisschen länger, wie in der letzten. Können da noch Gegner sein? Aua. Okay, war nicht aua, aber trotzdem. Endlich habe ich die Sau auch, ey. Ich glaube, da sind nicht mehr viele, ne? Kann das sein? Aber ich laufe jetzt unten rum. Damit ich auf der einen Seite mir hier die Ammo schnappen kann. Auf der anderen Seite habe ich da ein Bodykit gesehen, was ich dringend benötige. Da habe ich jetzt mich in die Höhle des Löwen begebe. Und hoffe, dass sich hier nicht noch irgendeiner irgendwo verkrochen hat. Und wenn, dass er nicht gut genug ist, mich zu treffen. Aber es sieht ganz gut aus für mich. Sogar ein Sniper. So. Immerhin habe ich Full Body Armor. Das ist schon mal sehr viel wert. Hier ist jetzt auch keiner mehr. Boah, ich glaube, ich habe sie alle, ey. Ich glaube zwar nicht, dass mir das irgendwas bringt, aber ich glaube, ich habe sie alle. Der die ganze Zeit in meine Richtung guckt. Ich muss jetzt irgendwas sprengen, ne? Ach ja, da war ich ja schon mal in diesem Eingang. Genau, der ist ja hier auf der Rückseite. Aber da waren ja auch noch Gegner. Oder war das nicht so? Hier. Wie mache ich das jetzt? Plus Use. Was ist denn Use? R? F? Sollte mich vielleicht verdrücken?
Muss ich die manuell zünden? Nein, muss ich nicht. Okay, da komme ich wohl rein. I can tell you, but it's more fun to make you wonder. Wirklich? Heli? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen spielen? Wo ist der verkackte Helikopter? Shit. Fuck, wo ist der? Fuck, wo ist der? Ist wohl tot. Wo ist der verkackte Heli, ey? Ich trau mich nicht. Also ist auf jeden Fall noch da. Mit dem? Sind die beide schon tot oder sind die nur verbuggt? Oder was ist da los? Immerhin habe ich neue Ammo bekommen. Ist schon mal ganz geil. Ich glaube, helikoptertechnisch stehe ich hier ganz gut. Dass ich hier relativ safe bin. Hoffe ich zumindest. Boah, ich habe keine Ahnung. Alter, die Folge ist schon wieder ewig lang. Okay. Ja, ob ich das hier jemals lebendig rausschaffe? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Das wird ein Traum. Ich bin sehr gespannt. So, diesmal gucke ich, ob das mit dem Raustappen besser funktioniert.